Ich möchte gerade was an Big Brother sagen, und zwar nicht im Sprechzimmer, sondern hier jetzt. Ich fand diese Nacht sehr grenzwertig, vor allem für Kati oder für Jörg, die ich nachts husten gehört habe und sagten, wie arschkalt das hier drin ist. Das finde ich nicht in Ordnung. Also erstmal Dankeschön. Ja, passt. Er hatte ja für Jörg und mich um etwas Wärme gebeten, weil wir haben wirklich beide heute Nacht sehr gefroren. Ich glaube, er dachte, er ist ein Gentleman. Und insofern habe ich mich auch bei ihm bedankt. Machen wir uns warme Gedanken. Wie geht denn nochmal die Übung? Okay, wer Lust hat mitzumachen, macht mit. Ich mache einfach die Augen auch mit zu. Okay, Augen zu. Okay, so, jetzt entspannen wir uns. Ach, und stellen uns eine schöne Dusche vor, die wir einfach nur sehen in den Farben. Oh, mit deiner Stimme. Also, wir gehen auf diese Dusche zu. Und wie das riecht, das Badezimmer. Habt ihr vielleicht eine Kerze vorher aufgestellt? Oder riecht es einfach frisch, vielleicht ein bisschen zitronig? Wie sehen wir aus? Wie lange haben wir nicht geduscht? Oh. Und jetzt habe ich so richtig Lust, wie ihr auch, auf die Dusche. Jetzt stellen wir uns unter die Dusche und machen den Wasserhahn an. Und zwar auf heiß. Und jetzt duschen wir einfach. Es läuft am Nacken entlang und über die Haare, über das Gesicht, über die Schultern. Über den Popo. Oh, richtig schön. So, so schön frisch. Gut riechend, wohlriechend. Machen wir die Dusche jetzt aus. Wir sind frisch geduscht im Hier und Jetzt. Wer Lust hat, macht die Augen auf. Und fühlt, wie frisch er ist. Also ich hab's so richtig gefühlt. Ich fühle mich. Ich hab das Hals und Wasser auf. Hat's ein bisschen was gebracht. Ja, klar. Ja. Aber mega. Wahrscheinlich hättest du lieber Big Brother uns sowieso nicht erfrieren lassen. Weil kalt schmecken wir nicht gut.